verehrte Frau Miegel, wenn ich heute Abend die Freude habe, mit Ihnen an diesem Tisch zu sitzen, dann möchte ich das tun für alle Landsleute, für alle Freunde aus unserer Heimat und für alle Verehrer Ihrer Dichtung, die wie ich mit Ihnen einmal so sprechen möchten. Denn wenn wir mit Ihnen sprechen, wenn ich mit Ihnen spreche, dann spreche ich mit Königsberg. Und wenn ich mit Königsberg spreche, dann spreche ich mit Ostpreußen. So sehr verbinden wir mit Ihrem Namen die Hauptstadt und das ganze Land, aus dem wir kommen. Darf ich das so sagen? Ja, denn ich muss selbst sagen, da ich mitten im Herzen von Königsberg geboren bin, also in der engsten Herzkammer von Ostpreußen, fühle ich mich doch manchmal gar nicht mehr als eine Individualität, sondern wirklich eigentlich wie die Verkörperung meiner Heimat. Ihre Kindheit spielte sich am Dom ab? Ja, ich bin ganz dicht am Dom geboren, eben im Kneiphof, Ecke Schuhgasse und Fleischbänkenstraße, ganz nahe der alten Krämerbrücke und der alten Schmiedebrücke. Vertraute Namen. Dom und Domschule, Universität. Ja. Das ist wohl eines dieser Herzstücke Königsbergs und ganz Ostpreußens gewesen. Ich habe kaum ein Land gefunden, in dem die Universität einen so beherrschenden Mittelpunkt darstellte, wie gerade die Universität Königsberg. Sie ist 1544 gegründet. Die meisten hier im Westen wissen das gar nicht, wie alt die war und was alles am Dom und der Universität hing und, sagen wir, heute noch hängt in unserer Erinnerung. Ja, denn das kann uns ja kein Mensch nehmen. Schon mit den alten Chorälen, die aus diesem Dom hervorgegangen sind durch Heinrich Albert und durch unsere alten Lieder, lebt das ja noch heute in ganz Deutschland mit. Und am Dom, an der Hofseite des Doms, stand das Grabmal Kants. Haben Sie nicht bei der 200-Jahr-Feier mitgewirkt? Verzeihen Sie, war das Datum richtig? Da war doch ja die große 1724, also 1924 die große Feier. Ja, nicht? Das war die große Feier, zu der ich auch ein Gedicht schreiben durfte, das eigentlich die Geschichte meiner Vaterstadt schilderte und das einer der Schüler des Stadtgymnasiums aufsagen durfte. Ist das nicht die große Zeit Ostpreußens und Königsbergs gewesen? Kant, Hamann, Herder? Ja, das war wohl unsere größte Zeit, aber unsere große Zeit war doch auch schon die Zeit der Reformation. Richtig, man muss wohl bei der Universität diese großen Epochen, Reformation, dann Kant und dann die Neuzeit, wo es ja dann also die Universität immer noch beherrschend die ganze Stadt regierte. Ihr Geburtshaus stand nun also da auf dem Kneiphof. Wie lange haben Sie da gewohnt? Da habe ich nur ein Jahr gewohnt. Meine ganze frühe Kinderzeit war verbunden mit einem alten Barockhaus, mit einem zweigiebligen, wunderschönen Barockhaus in der Magisterstraße, das zu dem anderen Pregelarm herüberging. Aber nachher haben wir jahrelang neben dem alten Artushof gewohnt. Wo stand der alte Artushof? Der alte Artushof, der stand da, zuerst hat er in der Wassergasse gestanden und dann neben dem Eingang zum Domgymnasium. Nachher war eine pädagogische Hochschule, glaube ich, drin. Das Wort Artushof weckt uns in uns natürlich die Erinnerung an einen weit, ich darf wohl sagen, ohne Neid, berühmteren Artushof in unserer Nachbarstadt Danzig. So schön ist ja wohl Königsberg nie gewesen. Nein. Wenn man überhaupt von Schönheit bei solchen Städten sprechen wir kann. Wir waren sozusagen die ärmere Schwester von Danzig. Danzig war immer die reiche und prunkvolle Stadt gegen uns. Ist das uns auch geschichtlich schon so gewesen, dass Danzig immer das Übergewicht hatte? Ja, das Übergewicht will ich nicht sagen. Wir haben vielleicht mehr Kämpfe gehabt, nicht? In Ihren Erzählungen, in Ihren Gedichten sind Sie ja vielfältig durch die Geschichte dieses
dieser Stadt gegangen. Wo kommt die Universität und wo kommt der Dom vor? Ich glaube, in der Novelle, die mit Simon Dach. Ja, erstlich spielt meine kleine Geschichte, der Nachtspaziergang, die ich geschrieben habe, nach einem Traum um Simon Dach und die ganzen Freunde der Kürbishütte, nicht? Die Kürbishütte? Ja. Das müssten wir wohl unseren Freunden, die nicht so vertraut sind mit der Geschichte unseres Landes, etwas erklären. Ein seltsamer Name, was war die Kürbishütte? Ich frage jetzt rhetorisch, ob ja, ich es weiß. Ja, die Kürbishütte, so nannte sich diese Vereinigung von, man, heute würden wir sagen, von Schöngeistern, von Dichtern und Musikern, bis da in der Barockzeit des damaligen Königsberg. Und zu dieser Kürbishütte gehörte eben der Komponist Albert, es gehörte der reiche Kunstfreund Robert Robert hin, ein, heute würden wir sagen, ein Stadtrat oder Senator der Stadt. Hm. Und es gehörte eben Simon Dach dazu. Und wenn wir unsere Kinder oder auch Erwachsene heute fragen, kennt ihr ein Gedicht von oder eine Melodie von Albert oder von Simon Dach, dann werden wohl viele nicht wissen, dass sie einige kennen. Oder nur je wenigen ist es bewusst, dass es ein paar ganz bekannte Verse und Melodien gibt, die uns diese Kürbishüttenbesucher geschenkt haben. Ja, also ich glaube, Anke von Taro kennt jeder Deutsche. Anke von Taro kennt jeder und dann das schöne Lied von der Freundschaft. Der Mensch hat nicht zu eigen. Ja, so wohl steht ihm nichts an, als dass er Treu erzeugen und Freundschaft halten kann. Ja, das sind Verse aus dieser ersten großen Zeit Königsbergs. Und dann eben in der Universität Kant, der nun wohl die Krone auf in dem Kranz der wissenschaftlichen Leistungen dieses Hauses darstellt. Dieses Königsberg hat doch in einer seltsamen Weise alle Kräfte immer angezogen, die ringsum tätig werden wollten. Also der Strom der Studenten, die von Norden und von Osten dort hereinströmten, aus Kurland, aus Livland, aus Litauen. Sie alle vereinigten sich doch immer in dieser Zentrale. Immer an unserer Albertina. Und das ist doch eigentlich bis in die jüngste Gegenwart so geblieben. Ja, vielleicht zuletzt sogar noch stärker geworden, denn durch den Ersten Weltkrieg kamen ja sehr viel auch die Kinder der bei uns Gefallenen oder derer, die bei uns gekämpft hatten, nach Königsberg. Und waren dann immer sehr entzückt, dass sie an dieser Universität nicht nur sehr viel lernen konnten, sondern dass sie nicht nur die See, auch die Seen nahe hatten. Und das war wohl ebenso verlockend wie für die jungen Studierenden, wie für unsere, wenn sie nach Freiburg gingen oder nach München, das Gebirge. Ich habe rückschauend immer den Eindruck, als wenn damals es schon so etwas wie ein Europa gegeben hat, jedenfalls ein geistiges Europa. Man kannte doch Grenzen nicht in dem Sinne. Die Städte Riga, Revalja, Petersburg und alles das war doch geistig miteinander verbunden. Ja, es war auch durch unsere große Musikfreude miteinander verbunden, denn alle großen Künstler, die nach Petersburg gingen zu Konzerten, machten immer in Königsberg Station. Wir waren ja wirklich eine der musikliebendsten Städte Deutschlands. Durchgangsstation für die reisenden Virtuosen, das hat es im 18. Jahrhundert gegeben, im 19. und im 20. Jahrhundert. Ja. Und das alles machte in Königsberg Halt und beschenkte uns mit dem, was sie mitbrachten aus Ost und West. Nun weiß ich, dass in der Reihe ihrer Ahnen ein sehr wichtiger Blutanteil mitwirkt und der aus der Geschichte dieser Stadt nicht wegzudenken ist. Das sind die Salzburger, die ja auch in ihrem Werk eine... Ja, meine Mutter war eine ganz reinblütige Salzburgerin aus einer dieser Gutsbesitzerfamilien in der Niederung. Vielleicht rechnen wir mal zurück, wie viele Generationen... Das war noch gar, liegt das zurück? So sehr lange ist das noch Nein, gar nicht Nein, das her. War im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts, und dass sie kamen. Wie viele Generationen rechnet man damit? Also sind doch nur Urgroßeltern. Ja. Mehr können es nicht sein. 4, 5 Generationen. Fünf ungefähr fünf werden Generationen sein. Nicht. Ist es nicht ein seltsames Schicksal, dass heute einige Flüchtlinge aus unserer Heimat wieder zurückgekehrt sind auf dem großen Wege,
durch die deutschen Lande, auch nach Süddeutschland. Ich kenne einige, die in die Heimat dort zurückgekommen sind, wo ihre Vorfahren einmal im Salzburgischen das Land verlassen haben. Ja, ich weiß es auch, dass immer noch die Besitzer der Höfe, die dort geblieben sind, sehr gerne Kinder aufnehmen als Ferienkinder aus unseren Familien. Denn wir haben einen engen Zusammenhang mit ihnen, wieder durch den Salzburger Verein. Und kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wollten uns auch Bauernsöhne, kamen uns Bauernsöhne aus dem Pongau und besuchen, die von dort, von diesen Höfen kamen und suchten damals schon wieder, trotz der Glaubens- und Nationalitätenverschiedenheit, mit uns wieder Fühlung zu nehmen. So ist also dieses östliche Bauwerk der Stadt niemals so östlich gewesen, sondern hatte so ganz starke Verbindungen nach dem ganz fernen Westen hin. Wir haben immer das Gefühl gehabt, dass wir immer ein Großteil Siedler, Unternehmergeist und Siedlerfähigkeit in uns tragen. Ja, und das kann ich an mir selbst beweisen, denn von meiner Mutter bin ich ja nun Salzburger. Aber von meines Vaters Seite gehörte ich zur reformierten Gemeinde. Und da habe ich ja ziemlich alle deutschen Stämme in mir. Ich habe Vorfahren vom Niederrhein, ich habe Vorfahren vom Oberrhein. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie viel in diesem östlichen Land zusammengeströmt ist, damit das wurde, was wir eben mitgebracht haben. Sie sprechen aber jetzt vom dem Zusammenfluss in dieser Stadt. Königsberg war ja nicht nur eine Universitätsstadt, sondern auch eine Hafenstadt. Natürlich mit Hamburg konnte sie sich nicht messen, aber ein Hafen zieht doch die Welt an sich. Ja. Und Sie sind ja wohl durch den Beruf Ihres Vaters mit dem Kaufmannsstande, mit dem ehrbaren Kaufmannsstande des alten Königsberg so eng verbunden, dass auch das in Ihren Gedichten und Werken sich wiedergespiegelt hat. Ja, denn ich bin ja eben im Kneiphof aufgewachsen zwischen zwei Prägelarmen. Und zu den ersten Dingen, die ich im Leben gelernt habe, gehörten die Flaggen der Schiffe. Wo haben Sie den Pregel dann immer gesehen? Ja, eben damals von der Magisterstraße, wo wir wohnten, und von den Brücken überall. Nicht? Später wohnten wir in der Vorstadt und da sah ich ihn täglich von der Grünen Brücke. Wenn man vom Königsberger Hafen spricht, kann man ja nicht ein Bild vergessen, das man vor Augen hatte, wenn man vom Hauptbahnhof kommt, die Grüne Brücke überschritt und dann zur links auf auf die großen Speicher schaut. Nicht? Ich habe das nirgendwo mehr in dieser Schönheit und Reinheit gesehen. Nein, auch nirgends so geschlossen. Und Sie sind doch bis zuletzt, bis zum großen Brande, benutzt worden. Ja. Es waren keine Prunkstücke, Nein, es waren doch rein. Nein, es waren wirklich immer bis zum letzten Tag benutzte Speicher. Die ganzen Speichergassen, so einheitlich hatte sie auch keine andere Stadt. Ich glaube, es ist auch bis zum Schluss immer die Bezeichnung dieser Speicher beibehalten worden, die ja doch diese wunderbaren... die hatten die alten Marken. Alten Hausmarken hatten, nicht? Mein Vater hat mich immer überhört, ob ich sie auch alle kannte. Ach, das musste, musste man lernen. Ich habe sie dann doch immer vergessen. Aber dann, wenn ich durchging, wusste ich sie doch noch. Haben Sie noch ein paar Namen von diesen? Die hatten Pelikan, den Elefant. Ah, jetzt entsinne ich mich. Sogar dann der Bär gab es auch. Ja, den Bär gab es auch, natürlich. Bären gab es, das Einhorn, glaube ich. Ja. Einhorn. Also eine ganze Galerie von schönen Speicherfronten, die... Ja, sie waren einheitlich wunderschön, am schönsten gegen den Abendhimmel, wenn man diese großen Speicherkräne sah, gegen diesen wirklich bei uns flammenden Himmel. Ja. Und es ist sicher eines unserer schmerzlichsten Erinnerungen, wenn wir denken, dass diese prachtvolle Front zerstört und aufgegangen ist in Flammen. Und man kann ja wohl um unsere Stadt Königsberg nicht trauern, wie man um einen Verlust trauert. Es ist wohl etwas mehr. Und da entsinne ich mich sehr wohl, dass ich kurz nach dem großen Angriff, der die Stadt 1944 verbrannte, sie in ihrer Wohnung aufsuchte. Und ich glaube, wir haben damals Abschied genommen von Königsberg. Wir wussten zwar, dass wir noch in der Stadt ein paar Tage, ein paar Wochen bleiben werden, aber dass wir dann
hinausgehen müssen. Nun möchte ich diese schmerzliche Erinnerung eigentlich heute nicht so beschwören, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das völlig zerstört ist. Nein, denn das, was Königsberg wirklich war, was es für uns war und auch für andere, das konnte ja nicht zerstört werden. Zerstören kann man das Äußere. Die Mauern, die Türme, das Bild der Stadt. Aber das, was diese Menschen, die dort gewohnt haben, geleistet haben, das ist doch weitergebracht. Das haben wir doch mitgenommen. Ja. Wenn wir es bildlich sehen, wir haben die Werke von Kant liegen, wir haben neuerdings, was ich persönlich so begrüße, das ganze Werk von Hamann wieder neu herausgegeben. Das erscheint jetzt. Wir haben Ihre Bücher, wir haben Ihre Stimme. Das ist doch alles nicht verloren. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht angebracht, so einfach zu trauern. Man muss wohl den Verlust feststellen, man muss wissen, dass man etwas verloren hat, aber man muss doch auch wissen, was wir gerettet haben, was uns geblieben ist. Und da werde ich immer an Ihre Verse erinnert, die Sie, nachdem Sie Königsberg verlassen haben und nun hier eine neue Heimat gefunden haben, aufgeschrieben haben. Und darf ich vielleicht zum Abschluss dieser Unterhaltung Sie bitten, Sie dass meinen, Sie diese, die aus meinem Abschied an Königsberg, diesen das Abschied von Königsberg Gericht. Sprechen, denn er ist eben ein Abschied und doch ein Bekenntnis zu dem Besitz, der uns unverlierbar ist. Ja. Darf ich Ihnen das Buch so reichen? Wir wandern fort aus den zerstörten Gassen. Doch wissen wir, wenn weinend wir dich verlassen, wenn wir vergehen mit unserem Blut, mit unserem Hab und Gut, dass noch in dir, o Mutter, Leben ist und dass du, Königsberg, nicht sterblich bist.